Ja, hallo ihr Retro-Fanatiker und Fanatikerinnen da draußen und damit herzlich willkommen zu einem, ja, nicht ganz so neuem und eher gefühlt uraltem Retro-Game aus dem Jahre 95, 96. Fuzzi und Floppy, meine Damen und Herren, auf der Jagd nach der goldenen Biene. Ja, und wie lange ich schon versuche, dieses Spiel zum Laufen zu bringen, frag nicht. Frag einfach nicht, aber ich habe nicht aufgegeben und hier ist es nun ruckelfrei und ohne Absturzgefahr. Also, wenn ihr Lust habt, dieses alte Spiel auch nochmal zu genießen, macht nicht denselben Fehler wie ich mit VirtualBox Windows 95 oder 98, sondern wählt gleich das gute alte und allseits vermisste Windows XP, was mir hier wirklich den Tag gerettet hat. Für Windows-Installationen via VirtualBox gibt es auch wunderbare Tutorials auf YouTube und das Spiel selbst kann man auch als Datei noch downloaden. Ja, also wenn man weiß, wo man suchen muss, dann findet man das auch. Das Spiel selbst habe ich noch auf CD-ROM für Windows 3.1 und 95 damals von Systema für PC-Spiele in Deutschland rausgebracht. Den Namen Systema, den kennt man bestimmt so, die haben aber ganz viele Kinderspiele rausgebracht. Aber eigentlich wurde das Spiel wieder von De Agostini entwickelt, die wir ja schon von Der Schatz von Venedig kennen, was ich ja auch auf dem Kanal gespielt habe und was überraschenderweise total beliebt ist. Keine Ahnung warum. Ja, aber damit, ich möchte euch nicht länger quälen und wünsche dir und mir jetzt ganz viel Spaß im Schwelgen alter Kindheitserinnerungen mit Fuzzi und Floppy. Los geht's! Nachmittag, als Fuzzi und Floppy vor Langeweile fast umkamen, erklärten sie sich bereit, Colonel Dingbat beim Aufräumen seines Speichers zu helfen. Und das war dringend notwendig. Das ist ja scharf. Guck mal, was ich gefunden habe. Echt cool, der Ring. Und da ist was drin. Eine Biene. Eine Biene. Holen wir da raus! Hände hoch! Her mit dem Ring! Mit dieser Biene finde ich den großen goldenen Bienenstock. Schnapp dir den Ring, Zappo! Geht klar, Boss. Geht klar, Boss. Was, ich? Ja, du. Ich rede mit dir. Kannst du vielleicht den Schlüssel zu dieser dicken roten Truhe finden? Naja, ich kann's versuchen, aber... Der blöde Schlüssel kann überall sein. Ja, natürlich können wir den Schlüssel zu dieser dicken roten Truhe finden. Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zu Fuzzi und Floppy. Ich sage das jetzt nochmal, weil mir das Spiel gerade nochmal zweimal abgeschmiert ist, was ich nicht so schön finde. Das heißt, es wird vielleicht zwischendurch immer mal einen Schnitt geben, wenn ich das Spiel neu starten muss. Und ich muss mir, glaube ich, angewöhnen, öfter mal zu speichern, wenn das Exit-Zeichen kommt. Aber ich will euch ja eigentlich schon gerne alles zeigen. Zum Beispiel, dass dieser Schlüssel hier natürlich nicht funktioniert. Konntet ihr eigentlich auch noch alles mitsingen im Intro? Ich schon. Und ich verspreche euch, das war das letzte Mal, dass ich mitgesprochen habe. Ich weiß, ja, danke für deinen Beitrag, dass das nervt auf Dauer, aber ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Das ist so schön, das mal wieder zu hören und gefühlt auch ewig her.
Ja, ich weiß eigentlich auch schon, wo der Schlüssel ist. Oh, die Musik ist so schön. Man kann sich ja sonst nichts merken. Kein Algebra, keine Rechtschreibung. Aber jedes Wort in den Spielen kann man mitsprechen. So, wir gehen jetzt mal gleich weiter. Ich würde euch gerne noch viel mehr zeigen, aber ich hab immer Angst, dass das Spiel mir wieder abschmiert. So, und ich gehe jetzt, glaube ich, mal... Ah, nein. Ich glaube, die Passwörter, vielleicht habe ich die auch noch irgendwo stehen. Man bekommt ja dann immer so ein Passwort. Aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Los, Zappo, wirf den Schlüssel weg und komm endlich ins Auto. Komme, Boss. So, und jetzt konnte ich doch aus dem Fenster rausgucken. Und wenn ihr euch wundert, dass der Hintergrund weiß ist, das ist, war auch im Spiel so. Wundert euch da nicht. Es wird öfter mal Grafikfehler hier geben. Boah, ich mag diesen Comic-Stil. So, na gut, dann gehen wir gleich mal schauen, wo der Schlüssel ist. Ja. Lassen das laden. Und ich versuche zwischendurch mal immer meine Klappe zu halten, wenn diese schönen Sounds kommen. So, hier gibt es eigentlich noch einiges zu entdecken, aber wir gehen gleich raus zur Mülltonne. Du Liebling, da haben gerade zwei seltsame Typen einen Schlüssel in den Müllcontainer geworfen. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Dein Essen ist fertig. Man weiß ja nie. Sicherheitshalber mache ich ein Foto von dem Nummernschild dieser Typen. Ja, der wachsame Nachbar. Sehr gut, das wird uns nämlich noch helfen in dem Abenteuer. Entschuldigung. Ah, die Musik fetzt. So, und hier ist es mir vorhin abgeschmiert, deswegen bin ich jetzt ganz vorsichtig. Aber die CD ist halt auch echt alt, ne? Oh, hier fehlt der Sound. Fuzzi und Floppy sind wieder frei. Sie verlassen das Haus des Colonels, aber der Ärger hört nicht auf. Auch das noch! Der Reifen ist platt! Ja, so ein Mist. Gut, dass ich Expertin im Reifenwechseln bin. Ich finde das übrigens schön, wenn die sprechen, ne? Da hört man so richtig das Rauschen im Hintergrund. Weil es ja noch keine Rauschverminderung gab wahrscheinlich. So, jetzt lösen wir das ab und das. Und der Reservereifen ist hier. Nanu? Mensch, halt das Rad auf! Ja, sorry. Schnell anklicken! Ja, könnte man jetzt machen, mache ich aber nicht. Passiert nämlich eigentlich auch nichts. Es kommt auf das Gleiche raus. Boing.
jetzt? Muss ich ihn anklicken? Ja, vielleicht noch einmal. Oh oh. Oh nein, ich hab's verkackt. Wie sie einfach reinswitcht. Und jetzt? Der ganze Boden ist voll Nägel. Fass bloß den Reifen nicht an. So, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, man konnte den Reifen... Ah, ich habe gar nichts gemacht. Ey, ich habe gar nichts geklickt. Schöne Bescherung. Jetzt ist der Reservereifen auch hin. Jetzt kann sie nur noch ein Taxi nach Hause bringen. Okay, ich habe gar nichts angeklickt. Eigentlich konnte man das mit dem Magneten wegmachen. Die Nägel. Der nimmt uns, glaube ich, nicht mit. Aber cool, ne, dass es hier so unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Ja, auch kein Taxi. Oder musste ich die tatsächlich anklicken? Ich mache das jetzt einfach mal. Hey, du da. Wo ist mein Taxi? Halt, stopp! Oh mein Gott, ist das herrlich. Ja, was soll ich denn hier machen? Ich habe gerade keine Ahnung. Ach so, okay. Ah, okay, der Daumen war's. Tico, Tico! Oh oh! Ja, die guten Italiener, ne? Die Italiener und der Verkehr, ist immer so eine Sache. Floppy sieht aus wie ein Ballon. Er hat den ganzen Fluss ausgetrunken. Oh nein. So, warte. Oh Gott, häng dich jetzt nicht auf. Ich warte geduldig. Einmal noch. Ja, erste Hilfe kann ich. Endlich sind Fuzzi und Floppy zu Hause angekommen. Es ist schon dunkel. Was ist los, Fuzzi? Ich kann nicht schlafen. Immer muss ich an die kleine Biene denken. Ob sie sich wohl arg fürchtet bei diesem fiesen Professor Hacker? Don't worry. Gleich morgen gehen wir los, um sie zu suchen. Ja, und ich bin auch dabei. Und schon ist morgen. Was machst du da, Floppy? Ich gebe eine Suchmeldung ins Internet. Vielleicht weiß jemand etwas. Die Autonummer von Professor Hacker. Bitte die genaue Nummer angeben. Ja, wer kennt die Autonummer des schrecklichen Professor Hacker? Und jetzt fällt mir das erste Mal auf, was das meint. Ich hab mich immer gewundert, warum der Hacker heißt. Aber wegen Hacker, weißt du? Wegen Hacker.
Tja, können wir noch nicht machen, weil wir haben die Nummer noch nicht. Obwohl, weiß ich die noch? Eigentlich war es irgendwas MS313 irgendwas, aber ich will die andere Sequenz noch haben. Denn der wachsame Nachbar hat ja ein Foto gemacht. Schnief. Und nun? Aber hoppla, da war doch... Ja klar, da war doch noch was. Da hat doch jemand ein Foto von der Autonummer gemacht. So ist es. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ich weiß bloß nicht mehr wie. Ah. Was sind Fuzzi und Floppy eigentlich? Sind das Menschen oder sind das Mäuse? Ich weiß es nicht. Früher als Kind habe ich immer gedacht, das sind Aliens. Mr. und Mrs. Paranoia sind derzeit nicht zu Hause. Danke. Hey Floppy, lass uns auf den Baum klettern! So, und wir müssen Floppy jetzt helfen dabei. Weiß bloß nicht mal wie. Ah, gedrückt lassen. Verstehe. Die neuen Mäuse sind zu schnell für das alte Spiel, glaube ich. Das ist ganz vorsichtig. Oh nein! Armer Floppy. So, jetzt komm noch mal. Liebevoll einfach diese Kinderspiele waren. Richtig schön. Und heute nur noch Fortnite. So, und jetzt? Was soll ich machen? Hier fehlt... Ja, irgendwas musste ich machen. Ich weiß es, aber... Weiß ich mehr was. Brauchte ich jetzt eine Leiter? Oder ist das Spiel mir wieder abgeschmiert? Ich weiß es nicht. Er guckt so. Komm, Floppy. Komm. Ah, jetzt. Okay. Hui. Ganz viel Liebe. So, okay, wir müssen die Kamera finden, beziehungsweise das Foto. Und ich weiß noch genau, dass es hier versteckt war. Dim, dim. Die Kamera! Die Kamera! Ich traue mich jetzt nicht ganz, was zu klicken, weil ich glaube, es kam jetzt gleich noch eine Sequenz. Ich bin mir da immer nicht so sicher, ne? Oh, okay. Da kommt jemand! Oh nein! Schnell, versteck dich! Wie war's hier hinten? Du hast jetzt genau 5 Sekunden Zeit, ein passendes Versteck zu finden. Super! Ich nehme das hier, bitte. Das war klar. Das ist übrigens die gleiche Musik wie bei Der Schatz von Venedig. Kommen Sie mal. Das ist das Möbelstück, das Sie mitnehmen können. Nun, etwas ungünstig. Wir haben ja noch nicht mal das Foto. Im Transporter, auf dem Weg zu Abriss und Co., stecken unsere Freunde nun mächtig in der Klemme. Tja, wie lösen wir das Problem jetzt nur?
Zeit für die Mittagspause. Ja, das war ja einfacher als gedacht. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt. So, easy. Die Filmrolle ist gefunden. Nun können Fuzzi und Floppy die Bilder entwickeln. Na, ein Glück. So, ich weiß natürlich, dass es das letzte ist, aber ich will natürlich alle Bilder gern sehen. Oh, und jetzt geht der Sound aus. Ja, also wenn wir schon die Fotos klauen, können wir sie auch gleich entwickeln. Babyschwein. Das ist dann wahrscheinlich Herr Paranoia, das ist Baby Paranoia. Es gab so viele Sachen, die mir als Kind überhaupt nicht aufgefallen sind, ne? Und jetzt mittlerweile. Aus der Sicht einer erwachsenen Person ergibt das alles Sinn? Oder beziehungsweise fallen mir Details auf, die mir vorher nicht aufgefallen sind? Ja, hier in Pisa. Und hier auf der schönen Urlaub. Die feinen Herrschaften. Oh, komm. Okay. Komm, komm schon. Ich habe schon mal gespeichert, deswegen weiß ich das Schlüsselwort hier. Ja, also falls ihr mal irgendwas abkackt, habe ich so ein paar Schlüsselwörter, mit denen ich dann wieder dort beginnen kann, wo ich aufgehört habe. Unsere Helden haben jetzt das Nummernschild. Und können damit die Adresse von Professor Hacker herausfinden. Oh ja, das Geisterschloss. Okay, fehlt der Sound. Ah, da ist er. Ja, habt ihr ihn gesehen? Den Schatten? Er war ja kaum zu übersehen. Hier versteckt sich der Schlüssel. Boing. Den wir hier brauchen. Und ich muss ehrlich sagen, also als Kind habe ich mich unglaublich gegruselt in diesem Schloss. Es war furchtbar. Was man mit Musik so alles machen kann. Ja, Sound fehlt. Sound bitte. Warum auch immer hier das Eisschwert ist. So, und wir brauchen jetzt die Kerzen hier. Ich weiß, durch Zufall und Erfahrung, dass es ein Feuerzeug ist. So, und jetzt können wir das Schwert zum Schmelzen bringen. Von Zauberhand verschwindet es. Ach, dieser Comic-Style ist so geil. Ich liebe diesen Comic-Stil. Mit Musikuntermalung was Besseres gibt's nicht. Ah ja, hier kommt doch gleich was raus, ne? So, und unsere Aufgabe ist es jetzt... Ah, hier ist die Musik. Hier ist diese unglaublich gruselige Musik. Unsere Aufgabe ist es jetzt, Fuzzi und Floppy zu finden und zu befreien. Ich weiß, wo sie sind. Ungefähr. Aber mussten wir nicht damit auch was machen? Hoch ist es heiß. Ah, ja, ja, ja. Hoch ist es heiß. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber Erinnerungen kommen zurück.
Ich will mir natürlich alles angucken, soweit es geht. Kann ich eigentlich auch nochmal speichern? Nee, leider nicht. Ja, und hier ist der Safe. Da müssen wir, glaube ich, dann später noch was machen. Irgendwas mit Hitze war hier. Wir brauchten... Hoch ist das heiß. Ja. Hoch ist das heiß. Ja, ja. Wir brauchten irgendeinen Brenner, glaube ich. Aber erstmal gehen wir unsere zwei Freunde zurückholen, die hier am Turmdach hängen. Ah, ja, 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 ja. Der Brenner, ne? Konnte ich ja auch irgendwie... Ich warte erstmal. Ich will jetzt nicht wieder, dass es sich aufhängt. So, ich weiß, dass die Schere nichts bringt. Ich würde es gerne ausprobieren, aber habe Angst, dass da irgendwas kaputt geht im Spiel. So, Brenner an. Muss ich was klicken? Ja. Und jetzt Freiheit. Frei. Ach so, frei, sagt er. Okay. Ja. Angst? So, und jetzt? Kommt jetzt noch was? Ja, die gehen jetzt, glaube ich, Schritt für Schritt muss man hier hoch. Oh Gott, das dauert ja ewig. Das Spiel hängt so hinterher. Vielleicht schneide ich euch das ein bisschen zusammen, dass es nicht ganz so lange dauert. Das ist ja furchtbar. Als Kind kam mir das so schwer vor, das Spiel. Und ich dachte eigentlich, das hat sich jetzt mittlerweile erledigt als erwachsene Person. Aber nein, man sieht, die Geduld fehlt einfach. Und mir bangt es schon vor der Flugzeugszene. Und die Leute, die das Spiel gespielt haben, wissen ganz genau, was ich meine. Die wissen ganz genau, was ich für eine Szene meine. Um Gottes Willen. Ja, das tut mir echt leid, aber in der Not geht's leider nicht anders. Kommt das letzte Stück. Ja! Ja, die haben jetzt so Angst, die beiden. Die trauen sich jetzt nicht mehr die Treppen hoch. Da muss ich bei jeder Stufe seelische und moralische Unterstützung leisten. Aber los jetzt. Das letzte Stück schaffen wir doch jetzt bitte noch. Ich möchte jetzt nicht, dass das Spiel schon wieder abkackt. Okay, ja. Und jetzt noch ein kleines Stück. Das ist ja furchtbar. So habe ich das gar nicht in Erinnerung, aber wahrscheinlich war es genau so früher. Aber wie gesagt, Virtual Box ist ja eigentlich auch nicht ausgelegt auf ältere Spiele, also dass man damit Spiele spielt, sondern ja eher, wenn man ältere Programme nochmal starten möchte. Oder was weiß ich da, was man damals alles auf dem PC hatte, alte Spiele nochmal spielen will, wie das alte Solitär, Minesweeper oder so. Ah, Halleluja, wir haben es geschafft. Und ich werde noch mal ganz fix speichern. Wir sehen uns sofort wieder. So, da bin ich wieder. Und wenn meine Vermutung stimmt, dürfen wir jetzt gleich den Safe öffnen. Ein Safe? Mhm. Kommt noch was? Sagt sie nicht noch was? Nee, ich darf schon rein. Okay. Ob da unsere Biene drin ist? Möglich ist alles. Wenn nicht die Biene, dann auf jeden Fall wichtige Infos, die wir brauchen können. Die Stimmen sind so herrlich. Kennst du die Zahlenkombination? Nein, du? Kommt jetzt noch was? Darf ich? Ja, ich darf. Wir klicken mal. Dürfte aber eigentlich nichts passieren, ne?
ich jetzt hier klicke. Okay, ich gehe mal raus. Oh, Gott sei Dank, ich dachte, es hängt jetzt wieder. So, wir brauchen... Okay, hier ist die Musik. Ach, das ist schade mit den Sounds. Das ist schade, dass der Soundtrack jetzt immer weggeht. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Also an der CD, ja, die ist halt alt, ne? Aber... Und jetzt wird der Bildschirm wieder weiß. Herrlich. Ich denke mal, dass es so eine Mischung ist aus VirtualBox, alter CD und generell dem Alter. Aber es ist ja auch ein bisschen Retro-Feeling dabei, denn damals auf CD lief ja auch nicht immer alles rund, ne? Mit CD-ROM. Wenn ihr euch erinnert, also bei mir zumindest, ich musste das Spiel manchmal öfter starten. Und das hat ja auch ein gewisses Retro-Flair. Aber für euch habe ich jetzt die Geduld und bringe sie auf. So, und diesen Brenner, den brauchen wir jetzt. Oh Gott, ja. Wird das was? Ich muss das, glaube ich, festhalten und dann... Komm schon. Komm schon. Oder nur anklicken. Bin mir gerade nicht sicher. Komm, kack jetzt nicht ab. Alles klar, ich mach Schnitt, ihr wisst Bescheid, bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder auf einen zweiten Versuch. Ja, ich klicke das jetzt nur an. Ja, macht er das schon von alleine? Ja, ja, okay, also nur klicken. Nur klicken, nichts anderes. Das mag das Spiel überhaupt nicht. Oh. Ich stelle mir gerade vor, was man als Kind für eine unglaubliche Geduld haben musste. Aber wahrscheinlich kam einem das Spiel auch so deswegen so ewig lange vor. Und jetzt geht es eigentlich doch ruckzuck, weil man ja genau weiß, was man machen muss. Aber anscheinend hat sich ja durch das Wieder- und Wiederspielen doch so eingeprägt, dass, wenn ich heute einen Safe knacken müsste, genau wüsste, dass ich dafür einen Schweißbrenner brauche. So, wir haben es geschafft. Sehr schön. Und jetzt muss es doch bitte, bitte klappen. Oh. Ich war's nicht. Ja, jetzt brauchen wir doch aber bestimmt wieder die Kerze. Ja. Ach so, anmachen, ja, ja, ja. Sound, bitte. Sonst kann ich nicht anfangen. Ah, okay, ja. Jetzt nach unten. Komm schon. Dauert heute alles ein bisschen. Das dauert leider alles ein bisschen. Ich lasse dem Spiel noch mal kurz Zeit. So. Das war genug. Und das letzte Stück. Schaffen wir jetzt auch noch, ohne dass es abkackt? Komm schon. Für die Kindheit. Für die Erinnerung. Sehr schön. Und jetzt kommt, huch, ist das heiß? Huch, ist das heiß. Natürlich. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir das jetzt gelöst haben. Guck mal, der Hund ist jetzt weg. Entschuldigung, aber das wollte ich mir mal kurz anhören. Wenn ich jetzt wegklicke, dann ist ja die Musik auch wieder weg, leider. Wasser? Hä, wieso habe ich denn als Kind so lange gebraucht, um auf die Lösung zu kommen? Ich habe so das Gefühl, dass ich ewig gesucht habe in diesem Schloss, weil ich das wahrscheinlich jedes Mal vergessen habe. Hm. Seltsam. Ja, Sound. Okay. Und jetzt müsste ja hier irgendwo die Karte von Tomba Tomba sein. Ja,
Hier bin ich nun, ich armer Thor, und bin als klug als wie zuvor. Ja, ich habe wieder einen Schnitt gemacht. Es ging leider nichts mehr. Und ich hoffe, ich kann jetzt das Buch zumindest anklicken. Komm schon. Es geht schon wieder nichts, ne? Ja gut, dann machen wir erst hier provisorisch mal die Geldscheine. Okay, das Buch kann ich noch nicht nehmen. Dann mache ich erstmal das Schwein. Boom. Klirr. Zapp. Ja, und jetzt das Buch bitte. Sound haben wir abgewartet. Jetzt ganz vorsichtig. Mit Fingerspitzen und Mausgefühl stecken wir den Schlüssel hier rein. Oh, na Gott sei Dank. Hey, guck mal, eine Zeig mal her. Originalkarte vom geheimen Versteck, an dem die spanischen Eroberer 1632... Ja, ich speichere noch mal ganz kurz. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich musste hier unbedingt noch mal speichern, denn ihr wisst ganz genau, welche Szene jetzt gleich kommt. Ihr werdet es gleich erleben dürfen. Es ist die Insel Tomba Tomba. Da müssen wir sofort hin. Los, komm, zum Flughafen. Zwei Tickets nach Tomba Tomba. Ganz schön weit. Tomba Tomba liegt im Ägäischen Meer, in der Nähe von Tartatargo. Tartatargo. Ja. Und genau diese Szene meine ich. Ihr wisst es doch bestimmt noch ganz genau. Dieses blöde Flugzeug. Ja. Und nochmal von vorn. Es war damals scheißegal, ob du eine gute Maus hattest oder nicht. Das war egal. Du musstest einfach nur den richtigen Winkel abpassen und ich habe bis heute den Dreh nicht raus. Ich habe ihn bis heute nicht raus. Aber wir schaffen das. Wir haben es so weit geschafft. Wir schaffen es auch noch bis zum Ende. So, jetzt aber. Ne? Jetzt? Sag bitte ja. Ja! Oh! Halleluja! Ach, jetzt kam er. Ah ja, okay. Das wird jetzt auch witzig. Diese Killerspiele. Easy. Ihr kriegt mich nicht. Jetzt bin ich aber ganz schön konzentriert, du. Das war früher definitiv schwer. Oh, ist aber jemand sauer, du. Wir heute noch mal sterben. Oh, scheiße, nein. Aber ich glaube, wir mussten doch auch, oder? Kann man hier durchkommen, ohne abgeschossen zu werden? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Was ja wohl klar ist. Im Notfall immer schön die Ruhe bewahren und den Fallschirm nicht vergessen. Thank you.
Niemand bewahrt hier Ruhe. So, hier ist der Gürtel. Den brauchen wir für hier. Brauchst dich nicht wundern, wenn Kinder irgendwann Flugangst kriegen. Ah, jetzt. Hilfe! Wir können das ja auch verkacken, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was dann passiert. Fallschirm brauchen wir noch. Ne, ist ein Nagelset. Ey, lass mich mal raus hier. Oh Mist, brauchen wir das für irgendwas? Ah, okay. Nein! Komm schon, schnell. Ach, wir haben keinen Fallschirm, ne? Hier ist er, hier ist er. Merken wir uns, wo der liegt? So, und jetzt zack, zack. Reicht ja, wenn einer einen Fallschirm hat, ne? Und jetzt Heurika! Hätte ich den Fallschirm ziehen sollen? Oh. Man hätte auf jeden Fall auch abstürzen können. So viel ist sicher. Oh ja, ich glaube, ich hätte den Fallschirm ziehen sollen. Ja. Ups. Das war mir jetzt nicht klar. Einigermaßen durchgeschüttelt, aber noch bei klaren Sinnen, landen die beiden auf der Insel des großen Geistes. Ja, hier sind wir ein bisschen gefangen. Aber das Schöne ist, dass du halt das Abenteuer auf verschiedene Art und Weisen lösen kannst. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dadurch hat es halt Wiederspielwert. Da drüben ist Tomba Tomba. Wir müssen rüber schwimmen. Du bist verrückt. Und was ist mit dem Hai? Tja, was ist mit dem Hai? Jetzt müssen wir uns irgendwas basteln. Warte mal, ich kam doch hier irgendwo runter, ne? Kam ich doch irgendwo runter? Ja. Schau mal. Eine Höhle. Schau mal. Vielleicht haben die Bewohner dort dem großen Geist geopfert. Wer weiß, was da unten ist. Es ist stockfinster. Ich kann nichts erkennen. Heißt ja, wir brauchen etwas. Vielleicht aus dieser Hütte. Ah ja, genau. Ja, wir lassen es laden, ja. Bei mir ist der Hintergrund gelb, bei euch müsste er gerade weiß sein. Das ist echt schade, ey. Kann ich das nicht anklicken hier? Was muss ich denn hier machen? Ich musste bei dem irgendwas machen. Ah ja, hier ist die Kiste, genau. Und dafür brauche ich doch das... Hey, warte mal. Ah. Hier. Da ist er. Ja, komm schon. Schön, diese. Ach ja, Soundeffekte, herrlich. Ach ja, die Soundeffekte, einfach herrlich. So, jetzt komm aber bitte. Oha. Tut mir leid, dass die mal so ein bisschen hinterherhängen. Und eine Leuchtrakete brauchen wir noch jetzt, ne? Ich weiß bloß nicht welche.
Nee, die auch nicht. Welche war's denn jetzt? Ah, die, okay. Komm schon. Ach, jetzt komm doch mal. Reiße dich zusammen. Ich lass erst mal laden. Das braucht jetzt eine Weile. So. Knopf drücken. Und jetzt ganz flott. Ein Boot! Na so, ein Zufall. Glück gehabt. Und nun? Ah, okay. Das wusste ich nicht mehr. One frame per second. Ja, ist dunkel. Komm schon. Na, kommt meine Kleinen. Kommt. Immer hübsch weitergehen. Ja. Hier ist gar nichts, ja? Ja, ah. Da ist ein Boot. Lass uns hineinspringen. Nur zu. Auf geht's nach Tonga Tonga. Oder auch nicht. Sagt ihr noch was? Nee, ne? So, was gibt's hier? Die Mucke, geil. War das richtig? Ah ja, Öl. 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 Öl, wo kriege ich Öl her? Nee, nee, warte, das war glaube ich schon richtig. Aber was brauchte ich davon? Auf mit dem... Das Öl kriege ich nicht weg. Aber wenigstens funktioniert die Musik mal durchgängig. Das finde ich ja nicht schlecht. Mist, was brauchte ich denn? Somoa, 1964. Ah, hier, Seife. Schatz von Venedig. Die Bibel. Bullets. Bohnen. Was gibt's denn hier? Oh, jetzt ist die Musik weg. Ah. Ich weiß es nicht mehr, was wir machen. Ich dachte, wir sollen das Öl da rein. Ha, jetzt bin ich das erste Mal aufgeschmissen, ne? Keine Ahnung. Kann man das nicht aufmachen? Die heilige Bibel. Mach mal hier die Seife weg. Niemand braucht so viel Seife unterwegs. Oh. Aber kommt gleich wieder die Musik. Ah ja, ah ja, ja. Verstehe, ja? Killerspiele. Die Waffe brauchen wir. Ja. Die Physik im Spiel. 1A. 1A. So, jetzt aber. Jetzt sollte es gehen. Weniger in der Realität als im Spiel. Aber Kinder müssen ja was lernen. Reicht doch nicht.
Aber wenn du Kindern so früh schon alles beibringen würdest, dann würden sie ja schon alles wissen. Ist ja langweilig. So, ein was fehlt hier noch anscheinend? Seife dann? Oh je, ich habe so das Gefühl, das Spiel hat sich schon wieder aufgehangen. Ach doch, ich kann noch speichern. Warte, das mache ich gleich mal kurz. Wir sehen uns sofort wieder. So, Eier-Eier-Landraten, da bin ich wieder. Mühsam ernährt sich der Captain dieses Schiffs. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir jetzt machen sollen. Ich dachte, wir brauchen irgendwie Seife oder sowas. Oh. Frag mich nicht. Ah, okay. Die brauchen wir jetzt nochmal, ne? So, Patronen. Eine ist noch da. Ein Glück. Hier lernst du auch, wie du eine Waffe lädst. Das ist natürlich immer gut, wenn man überleben will als Kind. In der freien Wildbahn. Muss man wissen, sowas? Ja. Die Physik. So, jetzt müsste es aber reichen. Genug Öl, um 3 Weltmeere auszurotten. Oh Gott, die Steuerung, ne? Eieiei, oh, das ist ja furchtbar. Wir werden auf jeden Fall sterben, Leute, wenn das so weitergeht. Ist gerade alles sehr ruckelig. Oh, das war knapp. Tja, keine Ahnung, wie wir das überleben, aber wenn wir es überleben, Glück gehabt. Okay, das war unfair. Das war unfair, der kam ganz schön unverhofft. Ach, schade mit den Sounds. Das finde ich irgendwie schade. Tja, tot. Ach, Mann. Das ist echt schade. Oh, stimmt, ich muss ja drücken. Ganz vergessen. Na gut, dann sind wir jetzt wohl tot. Endgültig, für immer und ewig. War schön mit euch, Leute. Hat mir Spaß gemacht. Schönes Let's Play. Ein mechanischer Hai. Wir sind im Bauch von diesem Monster gefangen. Ach so? Hä, das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Das weiß ich gar nicht mehr. Cool. Dann werde ich doch gleich nochmal speichern. So, bin wieder da. Das ging ganz flott jetzt. Aber war auch notwendig. Oh. Minesweeper. So, warte mal, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich hier machen musste. Eigentlich können wir ja jetzt locker hier durchschwimmen. Kann ja nichts passieren, ne? Ja, sollte gehen. Soll wahrscheinlich nur ein bisschen Panik auslösen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Gar nichts. Alles klar, Chelinski.
machen wir uns doch einen ganz entspannten. Ohne viel zu tun haben wir es überstanden, denke ich. Lass mich mal überraschen. Boom. Ach, das muss ich euch später alles zusammenschneiden, weil so langsam, wie das hier geht, das würde ich euch nicht zumuten. Das versuche ich ein bisschen so zu schneiden, dass es schneller geht und ihr nicht die ganzen Pausen zwischendrin habt. Ach, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Packt sie! Oha! Das kommt mir wieder bekannt vor. Fuzzi und Floppy werden in ein feuchtes Verlies geworfen. Punkt. Sagt ihr noch was oder darf ich schon loslegen? Ja, ich glaube, ich darf schon loslegen. Denn das brauchen wir doch irgendwie, ne? Ich weiß bloß nicht mehr genau, ob diese Streben hier oder... Die sehen mir doch so aus. Was könnte man das irgendwie auseinander? Ja? Ah, okay. Bup. Ja, weg damit. Ah, jetzt okay. Wofür so ein Badge alles gut ist? Ja, was soll ich jetzt damit machen? Weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht das nächste? Ich hatte als Kind so viel Spaß daran. Jetzt verliere ich langsam die Geduld. Was soll ich denn jetzt machen? Mit diesem Ding? Ah, okay. Ach so, sag das doch gleich. So. Eine Meisterleistung. Gerade entkommen, müssen sich unsere Helden jetzt einen Weg durch den dichten... Oho, jetzt geht's aber los hier. Jetzt hier irgendwie. Kommt ihr jetzt hier nicht irgendwie nachgesprungen? Kann das sein? Ah, okay. Dauert bloß eine Weile. Ja. Ah. Ja, wo könnte der nächste bloß sein? Hier vielleicht? Aber trotzdem, ich finde es nach wie vor. Es sind mir die schönsten Kinderspiele einfach. Na klar hat man damals viel Geduld gebraucht, aber das waren eben die Zeiten und ich finde das einfach schön. Okay, warte mal, wo geht's denn jetzt weiter? Ah, hier. Kuckuck. So, warte. Ich sehe es gerade noch nicht ganz genau. Kann ich da nochmal draufklicken? Ah, hier, oder? Nee, auch nicht. Na, sowas. Ah, hier.
Und jetzt müsste ja fast schon der Showdown kommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Ja, hier ist was mit der Farbe passiert, glaube ich. Nein. Ich freue mich, dass ich in der Zeit groß geworden bin. Sehr sogar. Und dass ich es nochmal spielen kann. Aber was sollte ich denn jetzt nochmal machen? hier rein, dachte ich. Ah, okay. Kannst du es nochmal machen? Jetzt geht das wieder nicht. Ey, komm, lass mich jetzt nicht im Stich bitte wieder. Ich habe gerade so wundervolle Lobesworte verloren hier. Nee, es ist wieder abgekackt, ne? Bis gleich. Und schon bin ich wieder da. Auf ein neues. Ich meine, wir sind so kurz vor dem Ziel und ich habe so lange gebraucht, um dieses Spiel zum Laufen zu kriegen. Da ziehe ich das jetzt auch durch. Komme, was wolle. Wenn ich jetzt nur dieses Ding hier bewegen könnte. Wer hat denn das vorhin gemacht? Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Ja. Hier ist das Messer. Das brauchen wir. Die Machete. Ich glaube nicht, dass du da nur mit einer Beute davon kommst, wenn du das gegen den Kopf kriegst. Ach so, soll ich wieder, ja? Der heilige Bienentempel. Sag mir die magische Formel. Lass sie zufrieden. Ah, die kleinen Biester. Ja. Ja, blöd, ne? Hat so geschafft. Ah, da kommt ja noch eine Stelle, ne? Ich weiß es genau. Hier muss man irgendein Fühler musste man hier drücken. Kleiner Erdling, um in den Tempel zu gelangen, musst du die singende Blume finden. Na klar. Geht bei dem anderen Fühler auch was? Nee, ich glaube nicht. Die singende Blume. Wo finde ich die denn gleich? Ah ja. Oh. Wie soll ich mich denn da entscheiden? Ach, herrje. Es muss ja wahrscheinlich eine ganz, ganz besondere sein, ne? Ich kann die auch gar nicht ziehen irgendwie, ne? Klingen auch alle gleich. Was war denn das Merkmal? Kannst du mal bitte... Bitte? Nee, macht sie einfach nicht, ne? Sie macht's einfach nicht. Ich dachte, dass das eine von diesen Schwarzen hier war. Ah, jetzt, sie bewegt sich. Sie war's. Es war die Blume. Oh, guck mal, hier ist aber jemand böse. Die Machete. Ah.
Ah, ja. Sehr sinnhaft, natürlich. Oh. Die Formel, die Formel. Ich will die Formel. Oje, was ist denn mit den Farben passiert? Pass auf! Achtung! Ah, stimmt, ja. Das Schachspiel, wo man sich genau den Weg merken musste. Das war anscheinend richtig. Okay, das war nicht richtig. Kann ich dir helfen? Sehr schön. Dann gehen wir jetzt hier hin. Sitzt anscheinend nur die Weißen, ja? Hä? Was war denn jetzt los? Hä? Willst du mich verarschen? Warum wechselt denn der das Brettchen hier? Okay. Ah, schon wieder? Hä, das ist ja komisch. Dann gehe ich halt hier hin. Ist mir doch egal. So, hab's geschafft. Ihr Bulettenkasper. Ah. Mach den fertig. Nein, Zappo, hör auf. Das habe ich nicht verdient. Sag mir die Formel, oder dieser kleine Schnüffler lernt mich kennen. Halt! Stopp! Öffne dich, goldene Biene! Der gute alte Spielautomat der Maya, wer kennt ihn nicht? Tja, und wir? Was machen wir? Oh nein. Okay, aber der Grafikfehler ist übrigens normal. Den hatte ich auch früher schon immer. Das ist ein bisschen schade. Also war der erst hier drauf, dann hier drauf, dann hier drauf. Ah, jetzt kommt ein bisschen mehr zurück. Kann ich speichern? Nee, scheiße. Alles klar. Oh, guck mal, es kommt immer mehr. Oh, das ist echt, das war schon früher scheiße. Gut. Oh, schade, die Farben. Gratuliere. Das hast du jetzt wirklich ganz toll gemacht. Du hast unseren Helden verbrannt. Sorry. Ihn, der dem Autor dieses Spiels Ruhm und Glück gebracht hätte. Ist das Pane Barco? Du bist schuld, dass der Autor weint. Und seine große, hungrige Familie leidet mit ihm. Ah!
Wenn dir das alles nichts ausmacht, dann klick auf den Stein. Aber wenn du noch einen Rest Seele in deinem Herzen hast, klick auf den Button und rette den Autor. Ja, erstens, das ist Erpressung. Seelisch-moralische Erpressung. Und zweitens, natürlich drücken wir den Button. Wir werden diese Szenerie hier aber noch ein paar Mal sehen, beziehungsweise ich. Das heißt, wenn ich noch 10.000 Anläufe brauche jetzt, dann mache ich natürlich einen Schnitt. Da freut sich Pane Barco, der im Übrigen auch der Schatz von Venedig kreiert hat. So, jetzt muss ich das mal studieren hier. Der ist halt so schnell. Ich muss ja schon drauf springen. Hey, das war unfair. Guck mal, das ist voll unfair. Das ist voll unfair. Ich hab's langsam raus. Die müssen auf jeden Fall richtig draußen stehen. Genauso wie jetzt. Und dann kann man erst raufspringen. Ich glaube, ich hab's langsam raus. Nein, das war zu spät. Ja, ja, ja. Komm schon. Ja! Ja! Yes! Jawollo! Oh, da habe ich früher ewig gebraucht. Was da an Blut, Schweiß und Tränen vergangen ist. Und jetzt ging es so schnell. Der Vulkan bebt vor Wut. Aber weit ab von dem Naturschauspiel segeln Fuzzi und Floppy in die Sicherheit. Die kleine Biene bringt ihr Abenteuer zu Ende und sagt Dankeschön. Sie freut sich, dass du so clever warst und sie aus den Fängen der teuflischen Schurken befreit hast. Ja, kein Ding, kleine Biene. Wir bedanken uns dafür, dass du uns unsere Kindheit so versüßt hast. Wenn auch in Begleitung einiger Frustmomente. Für die ich dir weniger dankbar bin, was das Spiel ja aber deswegen nicht schlechter macht. Ja, und damit haben wir es geschafft. Wir haben Fuzzi und Floppy auf der Jagd nach der goldenen Biene durchgespielt. Ah, ich kann hier drücken, okay. Warte mal kurz. Kommt da noch was? Vergiss nicht, uns bei unserem nächsten Abenteuer zu helfen. Das klang irgendwie ein bisschen creepy. Wir zählen auf dich. Tschüss, auf bald. Auf bald, ihr Lieben. Ja, jetzt haben wir es aber wirklich geschafft. Und ich bin immer wieder sehr, sehr überrascht, wie unterschiedlich eine Kindersicht im Gegensatz zur Erwachsenensicht ist. Ne? Ich habe das als Kind ja ganz anders wahrgenommen und ihr ja sicherlich auch, als jetzt, wo ich es nochmal gespielt habe. Aber mir hat es trotz alledem, dass das Spiel ständig abgekackt ist, hat es mir wahnsinnig Spaß und Freude bereitet, weil ich einfach so viel dafür getan habe, dieses Spiel zum Laufen zu kriegen. Und jetzt wollte ich es auch unbedingt durchziehen. Da war jetzt mein Ehrgeiz und mein Stolz gepackt. Und ihr habt ja immerhin das Glück, ihr könnt es ja an einem Stück sehen, ihr müsst es nicht mal neu starten. Aber wie gesagt, das hat mich jetzt auch gar nicht so sehr gestört, denn eigentlich geht das Spiel nicht so lange. Ne? Ich habe halt jetzt 4 Stunden gebraucht, um dieses Spiel aufzunehmen. Und für euch wird es vielleicht, ja, wenn es hochkommt, 1 Stunde. Aber ich hoffe, 1 Stunde, die euch auch ein bisschen den Tag versüßt und euch in die alten Zeiten zurückwirft. Ja, Fuzzi und Floppy, ein Spiel ohne viel Moral, ohne viel ethische Grundlage, aber dafür
Ein kleines, aber feines Abenteuer, was ich als Kind so geliebt habe, wie so einige andere Spiele von De Agostini. Aber der Schatz von Venedig und Fuzzi und Floppy waren so die Spiele, die ich am allermeisten gespielt habe als Kind, gemeinsam damals noch mit meinem Bruder. Deswegen war es mir wichtig, vor allen Dingen die zu zeigen, und vielleicht rabbelt es mich ja irgendwann und es kommen noch ein paar andere Kinderspiele. Aber ich denke mal, es wird nach der Arbeit, die ich da reingesteckt habe, erstmal bei dem bleiben. Also, ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß, konntet euch an das ein oder andere erinnern, und damit möchte ich mich auch schon von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns vielleicht bei einem anderen Let's Play mal wieder und sage bis dahin, macht's gut und tschüss.